Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu meinem zweiten Apex Legends News Update für diesen Sonntag. Ich habe heute Morgen schon ein Video rausgehauen, wer das noch nicht gesehen hat, der sollte da oben kurz vorbeischauen. Ansonsten, um was geht's heute? Ganz spontan, ich weiß, dass in meinem YouTube Community Tab die Benachrichtigungen nicht ganz so geil laufen. Deswegen kriegen die Informationen die meisten von euch nicht mit. Deswegen dieses Video. Morgen am Montag um 17 Uhr gibt es den nächsten Stories from the Outland Trailer. Die Premiere ist um 17 Uhr. Der Trailer geht 4 Minuten 19. Ich zeige euch mal eben ganz kurz das Logo zu diesem Trailer. Good as Gold ist das Motto. Was sehen wir? Wir sehen hier auf jeden Fall, naja, im Hintergrund auf jeden Fall eine Leiche liegen, die schon eine Weile liegt, wie es aussieht. Der Kollege hier im Vordergrund, der hat so eine Art, sieht aus wie so eine Granate mit so einem Art, mit so einer Art Splint, die er abziehen kann. Und die Hand sieht ziemlich merkwürdig aus. Sieht so aus, als wäre es eine Skeletthand. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das wahrscheinlich Fuse sein wird. Und ich werde morgen erstmals seit ewigen Zeiten, wenn es die Technik zulässt, ich habe ewig nicht auf YouTube gestreamt, ich werde morgen diesen Trailer live auf YouTube streamen. In gewohnter Manier habe ich das früher schon bei vielen Season-Wechsels und bei neuen Trailern so gemacht. Deswegen bin ich gespannt, ob die Technik mich nicht im Stich lässt. Ich denke, ich werde auf jeden Fall 16, vielleicht sogar 15 Uhr schon online sein und auf YouTube schon ein paar Ründchen Apex zocken. Und kurz bevor der Trailer dann startet, wechsle ich auf die Live-Premiere. Dort schauen wir uns den Trailer an, machen noch eine Analyse und dann ist der Stream auch schon wieder vorbei und dann werde ich wahrscheinlich auch ganz flott noch ein Video dranhängen, bevor meine Nachtschicht losgeht. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restsonntagabend. Wie gesagt, verpasst nicht das Video von heute Vormittag, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Dort geht es um das Caustic Town Takeover Event, was wahrscheinlich in Season 8 kommen wird. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Haut rein, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.